Okay, alles klar. Sie sehen also diese hybriden Veranstaltungen live und online, das lernen wir noch ein wenig. Guten Abend, meine Damen und Herren, und ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen, live hier in Berlin und natürlich auch am Livestream. Mein Name ist Jörg Haas, ich bin Referent für internationale Politik der Heinrich-Böll-Stiftung und ich darf Sie zu unserer Diskussionsveranstaltung über feministische Ökonomik sehr herzlich begrüßen. Diese Veranstaltung ist Teil einer losen Reihe von Veranstaltungen, die sich mit einer neuen, einer transformativen Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik befassen. Denn unser Wirtschaften muss neu gedacht und grundlegend verändert, transformiert werden, wenn wir die globalen Klimaziele und ganz breite eigentlich die Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen. Und ich denke, wir müssen das tun. Auf der Suche nach einer neuen, einer transformativen Ökonomik bringen wir hier in der Heinrich-Böll-Stiftung internationale VordenkerInnen ins Gespräch hier in Deutschland. In dieser Reihe hatten wir bereits Namen wie Adam Tooze, Kate Raworth, Tim Jackson, Michael Jacobs, Maya Göpel, Katharina Pistor, Tom Krebs oder Silke Helfrich zu Gast. Und heute ist Chayati Ghosh bei uns im Gespräch mit Ricarda Lang. Meine neue Chefin Imme Scholz wird die beiden gleich vorstellen und dann das Gespräch moderieren. Ich freue mich ganz riesig darauf. Aber bevor ich dann übergebe, möchte ich noch einigen Personen danken, die nämlich diesen Abend erst möglich gemacht haben. Da möchte ich ganz vorne an Sarah Rippert erwähnen, meine Mitarbeiterin, die wirklich diese Veranstaltung großartig vorbereitet hat. Dann das ganze Team des Tagungsbüros, die Dolmetscherinnen, die Technik, die hier dafür sorgt, dass alles funktioniert, dass wir uns hören, dass an den Bildschirmen man sehen kann. Ohne diese Menschen wäre das alles nicht möglich gewesen. Also herzlichen Dank auch dafür. Jetzt möchte ich Ricarda Lang und Imme Scholz auf die Bühne bitten. Imme übernimmt dann und dann alles Weitere in ihre Hände. Und einen schönen Abend noch. Ja, guten Abend. Jetzt auch ein herzliches Willkommen von mir. Jayati, herzlich willkommen. Du bist online dabei, du bist in den USA. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend uns deine Perspektive auf feministische Ökonomik darstellen wirst und dann mit uns in die Diskussion auch gehst. Jayati ist eine der führenden, also weltweit führenden Entwicklungsökonominnen und sie hat insbesondere eine feministische Perspektive auf Entwicklung und sowohl die Wirtschaftswissenschaft als auch die Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, dass sie eine Ökonomin ist, von der wir auch in Deutschland lernen können für unsere Transformation, aber eben an diesem Abend aus der feministischen Perspektive. Und Feminismus ist ja etwas, was zu den Herzensthemen und den großen Kontinuitäten der Heinrich-Böll-Stiftung gehört, mit dem Blick auf die Welt und auf die Menschen. Und das möchte ich auch wirklich gerne fortsetzen. Und ich freue mich sehr, Ricarda, dass du auch bei uns bist heute Abend. Du bist ja, hast ja eine Tradition als frauenpolitische Sprecherin der Partei und bist jetzt auch Bundesvorsitzende und hast ja auch den Koalitionsvertrag mitgeprägt. Man kann ja viele Anknüpfungspunkte da auch finden zur feministischen Ökonomik. Und ich glaube, das ist hier eine ganz wunderbare Kombination heute Abend. Aber jetzt bitte, das Wort gehört dir, Jayati. Wir hören dir zu. Ah, wir hören sie nicht. Ist nicht zu hören. Thank you so much. It's such a great pleasure to be here. Danke, ich freue mich sehr, hier heute Abend zu sein, auch wenn das virtuell ist. Und ich finde den Gedanken auch sehr, sehr schön, dass ich irgendwie auch mit auf der Bühne bin, auch wenn ich nur auf einem Monitorbild zu sehen bin.
Und ich möchte vor allen Dingen Jürgen Saller danken, mit dem ich in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv im Austausch war und der mich eingeladen hat, hier ein Teil eurer Diskussionen in Deutschland zu sein. Ich freue mich, dass die Heinrich-Böll-Stiftung und auch die Grünen dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen. Denn das Thema ist viel zu wichtig, als dass wir es einfach nur den Ökonomen überlassen dürfen. Warum ist feministische Ökonomik so wichtig als Ansatz, wenn es einem wirklich um eine bedeutungsvolle Transformation geht? Nun, wir leben in einer Welt der Disruption und ich glaube, viele von uns sind der Debatte über die Disruption tatsächlich müde. Aber wir brauchen Disruption und die Auseinandersetzung damit, um mit diesen Disruptionen der Welt fertig zu werden. Und ich denke, dass wir hier sehen müssen, dass beispielsweise feministische Ökonomik eine positive Disruption ist. Es ist ja eine Disruption mit der traditionellen Wirtschaftswissenschaft. Es ist auch eine Disruption mit der globalen ökonomischen Architektur und es sind eben deswegen notwendige Disruptionen, die hervorgebracht werden durch etwas wie die feministische Ökonomik. Wir müssen uns ja den Herausforderungen unserer Zeit stellen. In welchen Bereichen ist nun die feministische Ökonomik disruptiv und wie können wir diese Disruption aufgreifen, verinnerlichen und positiv nutzen für den Wandel? Wir können uns hier zunächst einmal die theoretischen Konzepte anschauen, die der Wirtschaftswissenschaft zugrunde liegen. Diese ist ja traditionell basierend auf dem sogenannten progressiven Individualismus. Das heißt, es geht um die Maximierung des Individuellen, wovon dann tatsächlich auch jeder und jede profitiert, heißt es. Das ist im Grunde das politische Rahmenwerk der rationalen Ökonomik. Aber es überrascht nicht, dass dies die rationale Ökonomik der Männer ist, weil hier absolut ignoriert wird, dass es möglicherweise auch andere Ansätze geben könnte. Also, dass es eben nicht nur etwas Aufgesetztes ist, sondern dass die Menschen selber agieren und etwas hervorbringen. Die Prämisse, auf der die Ökonomik basiert, die Philosophie und die Theorie insgesamt, ist eine irrige. Sie geht ja davon aus, dass das, was ich tue, immer nur zu meinem eigenen Nutzen ist. Die Prämisse ist, dass es Leute gibt, die etwas für andere machen. Sei es in der Produktion, sei es im Bereich der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der Betreuung von behinderten Menschen und so weiter und so fort. Ohne diesen Aspekt der Ökonomie würden Gesellschaften ja auch gar nicht überleben. Aber die ökonomische Bedeutung dieses Sektors wird ganz und gar geleugnet. Das heißt, es wird überhaupt nicht als Wirtschaftsaktivität betrachtet. Das ist kein Wert. Es ist in Ordnung, dass Leute nicht dafür bezahlt werden, dass sie Betreuungsleistungen erbringen, dass sie Pflegeleistungen und so weiter erbringen. Aber in dem Moment, in dem man das anführt, muss einem doch bewusst werden, dass die Ökonomie insgesamt davon abhängig ist, dass es genau diese Arbeit gibt. Und wenn man das anerkennt, dass es sie gibt, dann verändert sich sehr, sehr viel. Dann verändert sich auch einiges mit Blick auf die Mikrogrundlagen der Ökonomie und letztendlich dann natürlich auch mit Blick auf die Makrogrundlagen der Ökonomie. Und damit müssen sich natürlich auch die Ansätze ändern, die wir fahren, was die Wirtschaft angeht. Ein großer Teil der Pflege- und Betreuungsarbeit wird nicht bezahlt.
Mit anderen Worten, hier erfolgt quasi eine Subventionierung der offiziellen Wirtschaft. Wir werden ja immer wieder damit konfrontiert, dass man sagt, die Ökonomie an sich und als solche ist das, was wir anbeten müssen. Und wir müssen sehr viel opfern auf dem Altar der Ökonomie. Aber diese produktive Ökonomie, um die es geht, basiert oder ist abhängig von dieser unbezahlten, nicht sichtbaren oder nicht anerkannten Ökonomie. Das gilt es zu ändern. Die Wachstumsmuster, die Akkumulationsmuster müssen auch unter dem Aspekt der Genderbeziehungen gesehen werden und unter dem Aspekt der Enabler. Betrachten wir den Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass viele Frauen unbezahlte Pflegeleistungen und Betreuungsleistungen erbringen. Und wenn sie dann auf den offiziellen Arbeitsmarkt vordringen, dann wird das, was sie leisten, oft unterbewertet. Insofern ist es wichtig, dass man diesen Bereich der Pflege und der Betreuung, also dieser unbezahlten Arbeit, stärker in den Vordergrund rückt und deutlich macht, dass es ein wichtiger Teil der Ökonomie insgesamt ist. Denn, wie gesagt, ohne diese Arbeit geht es ja gar nicht. Ohne diese Arbeit funktioniert die Wirtschaft nicht. Wir haben natürlich internationale Muster, wir haben die Leistungsbilanzen, die Zahlungsbilanzen, die alle natürlich davon beeinflusst sind, dass die Ökonomie sehr stark genderbasiert konstruiert ist und dass es eben einen großen Teil von Arbeit gibt, die nicht bezahlt wird. Wenn wir das aber anders sehen, dann verändert sich natürlich auch unsere Analyse mikro- und makroökonomisch. Also die Anerkennung der grundlegenden Tatsache, dass hier Care-Work geleistet wird, die es zu bezahlen gilt, die nicht einfach ignoriert werden darf, bedeutet eine grundlegende Veränderung. Das Problem ist, dass viele der Ökonomen, die sich mit solchen Fragen befassen oder die hier zusammenkommen bei den großen politischen Meetings, das übersehen, bewusst ignorieren oder auch unbewusst vielleicht, aber in jedem Fall nicht einfließen lassen in die Politik. Und wir als feministische Ökonominnen haben immer gesagt, die Wirtschaftswissenschaft ist geschlechterblind. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Es ist vielmehr eine Geschlechterausbeutung, die hier stattfindet. Es ist also nicht Blindheit, die wir hier konstatieren müssen, sondern die Tatsache, dass hier Ausbeutung stattfindet. Ausbeutung in der Konstruktion der Gesellschaft, damit etwas erreicht werden kann. Sehr viel von den Austeritätsmaßnahmen zum Beispiel, die Regierungen veranlassen, basieren auf dem Wissen seitens der Regierenden, dass die Pflege und die Betreuung und die damit einhergehende Arbeit so oder so geleistet wird, egal ob sie jetzt bezahlt wird oder nicht, egal ob es Sparmaßnahmen gibt oder nicht. Die Arbeit wird geleistet von Frauen, denen die Menschen, um die es hier geht, wichtig ist. Das heißt, wenn der öffentliche Sektor, wenn der Staat bestimmte Leistungen nicht liefert, dann werden diese Leistungen auch nicht vom Staat erbracht. Aber sie werden nichtsdestoweniger erbracht, weil sie von Frauen erbracht werden, die das tun, egal ob sie bezahlt werden oder nicht. Sie lassen ja nicht ein Neugeborenes einfach da liegen und kümmern sich nicht. Sie lassen ja nicht einen alten Menschen einfach irgendwo da liegen und kümmern sich nicht. Und darauf verlassen sich die Regierungen. Die Regierungen verlassen sich darauf, dass Frauen genau diese Arbeit leisten. Und deswegen fällt es ihnen, also fällt es dem Staat, fällt es den Regierungen auch am leichtesten im sozialen Sektor anzusetzen, wenn Sparmaßnahmen erforderlich sind. Austerität trifft ja in der Regel nicht den Sektor der Finanzleistungen. Aber da der soziale Sektor getroffen wird, werden auch tatsächlich die Rechte der Betroffenen
betroffen. Wie können wir das ändern? Wir können das ändern, indem wir anerkennen, dass es hier nicht um Geschlechterblindheit oder Neutralität geht, sondern dass wir hier eine Reflexion des Machtungleichgewichts haben. Auf diesem Machtungleichgewicht basiert unsere Wirtschaft. Und um das zu ändern, müssen wir uns genderbewusst sein und wir müssen tatsächlich auch eine feministische Ökonomik einsetzen. Also die konstruktive Macht der feministischen Ökonomik ist es, die uns hilft, diese unbezahlte Arbeit und die damit einhergehende Situation zu überwinden. Das wird Konsequenzen haben, natürlich auch für den Arbeitsmarkt, auch für den Geldmarkt, auch für die Steuern und auch für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Aber diese wollen wir ja verändern und wir können sie nur verändern, wenn wir tatsächlich die Wirtschaftspolitik ändern und auch die internationale Finanzarchitektur ändern, damit wir tatsächlich auch den großen Herausforderungen unserer Zeit uns stellen können. Natürlich gibt es auch eine enge Verzahnung zwischen der Frage der Demokratie und der Ökonomie. Natürlich werden wir tatsächlich eine Demokratisierung der menschlichen Fähigkeit, mit dem Klimawandel umzugehen, erreichen, wenn wir hier eine andere Herangehensweise haben. Wir müssen ja die verschiedenen Dimensionen der Ökonomik sehen. Alles das fließt zusammen, hängt zusammen. Wenn wir also versuchen, Gesellschaften zu demokratisieren, müssen wir auch das sehen. Aber solche Diskussionen haben wir sicherlich auch in der Folge noch im Detail. Und insofern war es das jetzt von meiner Seite für Sie. Thank you. Ich muss Deutsch reden, Entschuldigung. Also vielen Dank, Jayati, für diese Perspektive, für diese Sicht auf die Ökonomik von der Perspektive von Arbeit und insbesondere unbezahlter Arbeit und der Geschlechterkonstruktion, die da und der Machtasymmetrie, die dahinter steht. Was daraus dann für wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Instrumente folgt, das sollten wir dann noch besprechen. Aber jetzt möchte ich erst einmal dich, Ricarda, bitten, darauf zu reagieren, das zu kommentieren. Siehst du das genauso? Hast du da noch andere Perspektiven? Was sagst du dazu aus deutscher Sicht? Ja, hallo, schönen Abend. Es ist mir eine große Ehre, hier heute mit dir zu diskutieren, natürlich auch mit dir, Imme. Mir geht es ähnlich, dass es einem fast schwerfällt, jetzt auf Deutsch zu switchen. Ich hoffe aber, es funktioniert innerhalb der Debatte und ich kann an ganz viele Punkte, die du gerade aufgemacht hast, anschließen. Denn ich glaube, was wir als Grundsatz für uns als Partei, auch als die Grünen formuliert haben, schon seit unserer Gründungszeit und auch immer wieder in den letzten Jahren, wenn ich an das letzte Jahr denke, haben wir gesagt, wir brauchen eine feministische Bundesregierung, ist ja erstmal der Grundsatz, dass Feminismus nicht ein Thema von vielen ist. Also ein Thema, das neben Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik, Arbeitsmarktpolitik steht, sondern dass es eigentlich eine Perspektive und eine Zielsetzung ist. Die Zielsetzung einer gerechten Verteilung von Macht, Ressourcen und einem selbstbestimmten Leben für alle Menschen. Und dass diese Perspektive auf alle politischen Bereiche angewandt werden muss. Also wie eine feministische Außenpolitik, eine feministische Verkehrspolitik und eben auch eine feministische Wirtschaftspolitik als Ökonomik brauchen. Und ich glaube, dass es im Bereich der Ökonomie sogar noch in besonderem Maße gilt, denn die Frage, und du hast es genannt, es geht eigentlich um eine Verteilung von Macht. Und die Frage von Macht wird eben auch über wirtschaftliche Strukturen in ganz besonderem Maße in unserer Gesellschaft verteilt. Das heißt, ich bin davon überzeugt, und ich glaube, das sehen wir ja heute, wo wir, wenn man sich die Geschichte der Frauenbewegung, wenn man sich die Geschichte der Emanzipation anschaut, dann sind wir an vielen Stellen, wo es um formelle Diskriminierung und formelle Gleichberechtigung geht, große Schritte vorangekommen. Die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe, die Tatsache, das Wahlrecht, was auch erst 100 Jahre her ist, die Fragen von, was wir als Frauen dürfen, wenn es um den Arbeitsmarkt geht. Dann haben wir dort große, große Fortschritte erreicht. Ich glaube, wir sehen immer wieder, wenn wir jetzt gerade in den USA schauen, den Versuch, dort Roe versus Wade zu kippen. All das wurde uns nicht geschenkt, das wurde erkämpft und auch all das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es muss immer wieder aufs Neue verteidigt werden.
Aber wenn wir dann schauen, wo stehen wir eigentlich bei Gleichberechtigung, bei Emanzipation, bei den informelleren Strukturen, bei der Machtverteilung unserer Gesellschaft, dann zeigt sich schon ein anderes Bild. Dann sehen wir, dass wir eine große Lohnlücke haben. Dann sehen wir, dass Frauen immer noch in besonderem Maße von Altersarmut betroffen sind. Also dass genau da, wo es eben nicht nur um das formelle Recht, was darf ich, sondern um die Fragen, wie es eigentlich unsere Gesellschaft strukturiert, darum geht, dass wir dort noch unfassbar viel zu tun haben. Und ich glaube, deshalb ist eben gerade der Blick auch auf die Wirtschaft, auf die Ökonomie so entscheidend. Und auch, weil aus meiner Sicht eine feministische Perspektive insgesamt zu einer besseren, menschenorientierteren Perspektive auf Ökonomie führt. Denn am Ende, und ich glaube, das war ja auch bei dir ganz am Anfang des Eintrags, geht es ja um die Grundentscheidung, wie blicken wir auf Wirtschaft? Sehen wir Wirtschaft als eigene Entität, die ihre eigenen Spielregeln hat, die Politik, die wir als Gesellschaft weder verstehen noch verändern können? Das wäre so ein bisschen der Blick von Hayek. Also eigentlich ist die Gesellschaft dem untergeordnet und muss so ein bisschen hinterherhecheln, zu verstehen, was in der Wirtschaft, im Markt Sinn macht, die unsichtbare Hand des Marktes. Oder, und ich glaube, das ist unsere Ansicht hier, dient die Wirtschaft den Menschen? Müssen wir eigentlich definieren, wie wollen wir als Gesellschaft leben? Was wollen wir als Gesellschaft erreichen? Was sind unsere Ziele? Und dann überlegen, wie müssen ökonomische Strukturen ausgestaltet sein, um das zu erfüllen? Und die feministische Perspektive bringt hier genau diesen Ansatz rein, zu sagen, wir wollen in einer gleichberechtigten, in einer emanzipatorischen Gesellschaft leben und müssen dann überlegen, wie müssen ökonomische Strukturen gestaltet werden, um dem gerecht zu werden. Und ich würde vielleicht jetzt ganz, ganz blitzlichtmäßig, weil es sind alles große Punkte, wir könnten wahrscheinlich eigentlich eine ganze Woche hier sitzen, aber blitzlichtmäßig auf drei Punkte eingehen, die du auch angesprochen hast und die ich nochmal in der Debatte unglaublich relevant finde. Das eine ist die Trennung in unbezahlte und bezahlte Arbeit, die ja immer auch einhergeht mit einem Thema, was die feministische Bewegung seit eigentlich Anbeginn thematisiert hat, die Trennung in die öffentliche und in die private Sphäre. Also dass bestimmte Arbeit sich im öffentlichen Raum abspielt und als Arbeit anerkannt wird, während andere Arbeit als Privatangelegenheit, also die unbezahlte Arbeit, die Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen, die Hausarbeit, als unbezahlte Arbeiten, damit ja auch als etwas, was als, das wird nicht geregelt, da mischt sich der Staat nicht ein, aber gleichzeitig, und ich finde, das ist in dem Vortrag gerade sehr gut deutlich geworden, ja, sich total darauf verlässt, dass es stattfindet. In dem Moment, und das haben ja zum Beispiel die Frauenstreiks in den letzten Jahren sehr gut thematisiert, in dem Moment, wo diese Arbeit nicht mehr geleistet würde, würde all das, wie gerade der ganze Bereich der öffentlichen Arbeit, der ganze Bereich der bezahlten Arbeit funktioniert, in sich zusammenbrechen. Das heißt, es ist sowas wie eine unsichtbare Grundvoraussetzung, die aber dadurch, dass sie unsichtbar, dass sie privatisiert wird, zu ja, einem Nicht-Regelungsbereich, zu einem Bereich, der dem Individuum überlassen wird und wo dann auch wiederum strukturelle Faktoren eher geleugnet werden, gemacht wird. Die Frage, wie wir damit politisch umgehen, ist keine ganz einfache. Ich habe hier ehrlich gesagt auch noch nicht die perfekten Antworten. Ich hatte vor 2 Jahren hatten wir hier unsere Bundesfrauenkonferenz von den Grünen, hatten eine andere, finde ich sehr inspirierende feministische Ökonomin zu Besuch, Silvia Federici, die auch aus den USA zugeschaltet war, die sich ja damals mit der Kampagne Lohn für Hausarbeit dafür eingesetzt hat, dass es einen Lohn für diese unbezahlte Arbeit gibt. Ich habe da meinen Zweifel. Ich glaube, das kann ganz stark auch dazu führen, dass diese Individualisierung weitergeführt wird, aber einfach nur sozusagen, dass zwar entlohnt wird, aber die Frage, wie handeln wir es eigentlich als Gesellschaft? Wie gehen wir als Gesellschaft an diese Fragen von Reproduktion, Kinderbetreuung ran? Und ist das eigentlich eine Aufgabe, die sich rein im Privaten abspielen würde? Und könnte das nicht auch dazu führen, dass Frauen noch stärker in den privaten Raum gedrängt werden? Das ist für mich noch eine unbeantwortete Frage und ich glaube, das sind Debatten, die wir aber führen müssen mit diesen gemeinsamen Parametern. Der zweite Punkt ist die Frage von, was verstehen wir eigentlich unter Wohlstand? Denn auch das steckt ja dahinter, wenn ich Wohlstand eher im Sinne einer klassischen Ökonomie definiere, also nach dem Bruttoinlandsprodukt, dann zählt nur die bezahlte Arbeit.
dann zählt die Frage von, wie viel dieser Arbeit wird geleistet, was wird dabei an Lohn erschaffen, was wird sozusagen auch hergestellt im produzierenden Gewerbe. Dabei blende ich aber auch genau diese Fragen der unbezahlten Arbeit, der Care Work, blende ich wiederum aus. Das heißt, wenn wir einen anderen Blick auf Wirtschaft wagen wollen, müssen wir aus meiner Sicht auch Wohlstand neu definieren. Und dann müsste die Frage einer gleichberechtigten Gesellschaft, die Frage, Jörg hat es ganz zu Beginn angesprochen, der Nachhaltigkeitsziele, das müssten ja unsere Leitlinien sein, wie wir Wohlstand definieren. Also eigentlich eine Frage, wie soll die Zukunft unserer Gesellschaft aussehen? Und dann zu überlegen, wie kann das in Arbeit, im Bereich der Care-Arbeit, im Bereich der ökonomischen Strukturen ausgeübt werden. Und der letzte Punkt ist die Frage von Zeit. Das ist einmal angeklungen. Ich glaube, du hast ja auch den Begriff der Zeitarmut mitgeprägt, dass ganz viel von diesen Fragen ja davon abhängt, wer hat eigentlich Zeit, wie wird diese Zeit auch verteilt in der Gesellschaft und was wird dabei wiederum anerkannt. Und das verändert natürlich, wenn man sagt, eine feministische Perspektive verändert die Art, wie wir Ökonomie verstehen. Dann muss man, glaube ich, auf der anderen Seite auch sagen, eine ökonomische Perspektive verändert auch die Art, was wir unter Feminismus verstehen. Denn es gibt ja durchaus auch einen Strang in einer frauenpolitischen Ausrichtung, der eigentlich nur sagt, Frauen müssen mehr in den Arbeitsmarkt integriert werden. Sie müssen mehr in Vollzeit arbeiten, sie müssen mehr Lohn bekommen. Und ja, sie müssen mehr Lohn bekommen, das ist gar keine Frage. Aber es ist durchaus eine Frage, ob das Ziel einfach sein kann, ein Modell, das ja sehr stark auf dem Alleinernährermodell beruht. Also eine Person arbeitet 40 Stunden, die andere Person kümmert sich zu Hause unbezahlt um Kinder, Familie, Hausarbeit, gegebenenfalls noch Hilfe. Und ich glaube, wie an so vielen Stellen wird es dadurch auch insgesamt wirtschaftliche Strukturen besser für die Gesamtgesellschaft als Ganzes machen. Und das sehen wir immer wieder. Das sehen wir in der Verkehrspolitik. Wenn wir eine feministische Perspektive ergreifen, dann werden insgesamt Strukturen zugänglicher für unterschiedlichste Menschengruppen. Und ich glaube, so gilt es auch in der feministischen Ökonomie, dass wir insgesamt zu einer nachhaltigeren, du hast über das Thema Klimaschutz gesprochen, emanzipatorischeren und auch demokratischeren Wirtschaft kommen, wenn wir sie feministisch gestalten. Und deshalb freue ich mich in dem Sinne sehr, heute Abend hier zu sein und vor allem jetzt auf die Diskussion. Mhm, danke. Danke, Ricarda. Das war ein sehr engagiertes Co-Referat, das viele Punkte aufgenommen hat. Und ich habe Jayati gesehen, die auch sehr aufmerksam zugehört hat und sicher auch noch einmal darauf reagieren will. Ich wollte dich bitten, du hast ja am Schluss auch von Demokratie gesprochen, von Zeitökonomie und dass eine feministische Ökonomik eben nicht bedeuten kann, dass Frauen sozusagen dasselbe machen wie Männer. Und du, Jayati, hattest von der Demokratisierung von Arbeit gesprochen. Und das ist ein Begriff, den hören wir hier in Deutschland wirklich sehr selten. Und was verstehst du da drunter? Du hast ja gesagt, du könntest das noch detaillierter darstellen. Das passt wahrscheinlich ganz gut auch zu dem, was Ricarda gesagt hat. Wir hören Sie nicht. Vielen herzlichen Dank und vielen Dank, Ricarda, für diesen sehr inspirierenden Beitrag. Es ist wirklich großartig zu hören und zu sehen, dass es Personen gibt in politischen Führungspositionen, die versuchen, dieses Thema voranzubringen. Also ich bin wirklich froh, von Ihnen zu hören. Ich möchte zwei weitere Punkte noch aufgreifen. Das eine ist die Frage, was machen wir damit? Und ich stimme komplett zu, Ricarda. Also diese Idee, dass man Frauen einfach nur bezahlen muss für die Hausarbeit, das ist nicht die Lösung. Das ist nicht der Weg, den wir einschlagen sollten. Ich denke insbesondere in Bezug auf die Sorgearbeit, die Pflegearbeit, gibt und das fing an mit Diane Elson, die feministische Ökonomin aus Großbritannien, und ging dann weiter mit anderen. Und das wurde zu den 5 R's und das wurde auch von der ILO international jetzt übernommen. Also was sind jetzt diese 5 R's? Also zunächst einmal recognize, also anerkennen. Diese ganze Arbeit muss anerkannt werden. Und zwar die
bezahlte und die nicht bezahlte Pflegearbeit und Sorgearbeit. Das heißt, man muss auch wirklich erkennen, wie viel die Menschen hier leisten. Und das muss überall gemacht werden, wiederholt in allen Ländern. Aber nicht nur, indem man fragt, na, was machst du denn eigentlich, sondern indem man wirklich beobachtet, was die Menschen machen. Denn wir wissen heute, dass Frauen auch oft ihre eigene Arbeit unterschätzen. Sie zählen einfach nicht die Häufigkeit, wie oft sie etwas Bestimmtes machen oder sind sich manchmal dessen gar nicht bewusst, was sie eigentlich alles leisten. Das heißt, man muss anerkennen, also recognize, das erste R, wie viel Arbeit es gibt, indem man sich anschaut, wie viel Zeit wird aufgewandt. Zweitens, reduce, also verringern, sollten wir diesen unbezahlten Teil. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die unbezahlte Arbeit zu verringern. In Indien verbringen viele Frauen damit, dass sie Brennholz sammeln oder Wasser holen. Und vieles davon könnte verringert werden, indem öffentliche Dienstleistungen verbessert werden. Auch durch eine öffentliche Politik, die darauf ausgerichtet ist. Aber die Regierungen machen sich da einfach keine Gedanken, weil sie das eben nicht als Kosten betrachten. Das sind eben Kosten, die von den Haushalten und insbesondere den Frauen und Mädchen innerhalb der Haushalte getragen werden. Das heißt, reduce, also verringern, soweit wie das möglich ist. Sobald man das erkannt hat, kann man eben auch an Strategien arbeiten, um diesen unbezahlten Teil zu verringern. Der andere Teil heißt redistribute, also Neuverteilung. Redistribute, das dritte R. Man muss diese unbezahlte Arbeit neu verteilen zwischen den Haushalten, den Gemeinden, zwischen privaten Anbietern und öffentlichen Anbietern. Und die Öffentlichkeit muss hier wirklich eine gewichtige Rolle spielen. Das heißt, der öffentliche Sektor muss auch essentielle Sorgearbeit für Kinder, für ältere Menschen bereitstellen. Also die Sorgearbeit gegenüber Älteren wird natürlich ein immer wichtiger Teil werden. Aber auch beispielsweise Therapien im Falle von Traumata. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Nicht nur normale Traumata oder bestimmte psychologische Dienste, die man in Anspruch nehmen muss, sondern auch Menschen, die Schocks erleiden, Flüchtlinge beispielsweise, aufgrund von Kriegserlebnissen oder Ähnlichem. Also Traumata können durch unterschiedliche Situationen hervorgerufen werden, auch im Covid-Zusammenhang beispielsweise. Also eine signifikante Umverteilung der Sorgearbeit. Und ein großer Teil muss vom öffentlichen Sektor und durch öffentliche Investitionen in diese Sorgearbeit getragen werden. Aber natürlich auch private Akteure können sollten mitbeteiligt werden. Der Staat kann das nicht alles alleine machen. Das heißt, man kann hier auch Gelder bereitstellen für die Kinderbetreuung oder für die Betreuung von Älteren, die Menschen in die Lage versetzen, dass sie Privatsorgearbeit in Anspruch nehmen und Sorgedienstleistungen in Anspruch nehmen. Und natürlich auch in der Gemeinde sollten Dienste bereitgestellt werden. In vielen Teilen Europas weiß ich, dass es auch derartige Dinge gibt, die auch teilweise noch entwickelt werden. Also unterschiedliche Pflege- und Sorgearbeiten sollten entwickelt werden und umverteilt werden. Und auch in den Familien. Also, da sollte es auch umverteilt werden. Und wir wissen natürlich, wie schwierig das ist, das in den Familien umzuverteilen. Aber noch einmal, das ist ebenfalls etwas, was man machen muss. Man muss das schon bei den Kindern anfangen. Man muss sie dazu ermutigen. Es ist eben nichts Biologisches. Es ist nicht biologisch so, dass die Frauen das alles machen müssen. Das Einzige, was die Frauen biologisch machen müssen, ist schwanger sein und Kinder bekommen. Danach ist nichts mehr biologisch vorgesehen. Und diese ganze Idee der Umverteilung, denke ich, ist etwas, womit wir auf allen diesen Ebenen umgehen müssen. Das vierte R ist, wenn man dann sicherstellt, dass der öffentliche Sektor, der Privatsektor, Regierungen, Gemeinden auch einen Teil der Pflegearbeit übernehmen, dann muss sie angemessen entlohnt werden, also Reward, angemessene Entlohnung. Also man muss die Menschen mit Würde behandeln, man muss gute Arbeitsbedingungen schaffen, man muss sicherstellen, dass sie ausreichend bezahlt werden. Und ein großer Teil dieser Arbeit ist qualifizierte Arbeit, das muss man auch anerkennen. Also sei es nun die frühkindliche Bildung oder die Pflege von Älteren, das ist nicht etwas, was jeder machen kann. Das wird oft gedacht, aber das ist so nicht. Das erfordert spezielle Fähigkeiten. Man muss lernen. Die Menschen werden geschult. Und das sollte man natürlich auch honorieren. Wir sollten das anerkennen und diesen Beitrag, den sie zur Gesellschaft leisten, sehen. Gegenwärtig ist es so, dass die Pflegearbeitenden in Bezug auf die offizielle Produktivität, als die am wenigsten Produktiven angesehen werden. Und die Leute, die im Finanzsektor arbeiten, bei Goldman Sachs oder so, die werden als die Produktivsten angesehen. Das ist natürlich Unsinn. Wir wissen, dass die Sorgearbeiter
die wichtigste Arbeit in der Gesellschaft leisten und die anderen eigentlich eher Probleme verursachen. Das heißt, wir müssen das alles wirklich umkehren, auf den Kopf stellen und wir müssen entsprechend entlohnen. Und das fünfte ist represent. Also man muss sie widerspiegeln in der Gesellschaft, man muss sie repräsentieren. Und das bezieht sich auf die Pflegearbeiten insgesamt. Also wir müssen hier wirklich eine Strategie entwickeln. Also es reicht nicht nur einfach zu sagen, Hausfrauen werden jetzt bezahlt. Das ist eigentlich die schlechteste Option, weil das verstärkt noch Stereotypen. Und das ist letztendlich auch nicht das eigentliche Problem. Wir brauchen einen holistischen Ansatz. Und ich glaube, diese fünf R's ist das, was wir betrachten sollten, um mit dieser Frage umzugehen. Und das andere Thema ist natürlich noch Armut, aber da können wir vielleicht später noch drüber reden. Da komme ich drauf zurück. Ich denke, sie könnte das ruhig auch noch sagen, oder? Also bitte, den zweiten Punkt über Zeitarmut, den können wir doch gerne noch hören. Bitte. Mention the second aspect. Please go ahead and tell us. Ja, ich bin sehr froh, dass Sie diesen Punkt angesprochen haben. Denn was ist es denn, was wir hier nicht realisieren im Zusammenhang mit der Zeitarmut? Wir haben hier ja quasi ein doppeltes Wenn, wenn man so will. Nicht nur, dass wir nicht genug Zeit haben, sondern wir sind sozusagen gezwungen, in der gekürzten Zeit dann auch weniger zu leisten oder weniger Qualität zu schaffen, als wir normalerweise bieten könnten. Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Haushalt. Der Mann verdient 5.000 Euro im Monat, die Frau arbeitet nicht außer Haus, kümmert sich um die Familie und die Kinder. Und das im Vergleich zu einer anderen Familie, die ebenfalls ein Monatseinkommen von 5.000 hat. Da ist es aber so, dass der Mann 3.000 verdient und die Frau 2.000. Sie müssen morgens um 7 aus dem Haus, weil sie PendlerInnen sind und kommen auch erst spät wieder und so weiter. Und wir wissen, dass es in der Regel ja dann die Frauen sind, die trotz ihrer Arbeitsbelastung sich noch darum kümmern, dass eingekauft wird und dass gekocht wird und sauber gemacht wird und so weiter und so fort. Die Qualität dessen, was sie ihren Kindern also bieten kann, wenn sie arbeiten geht, ist wesentlich geringer als das, was sie ihr in einer anderen Situation bieten könnte, nämlich in der sie nicht alleine die gesamte Arbeitslast schultern muss. In dem anderen Fall, in dem ersten Beispiel, ist es tatsächlich so, dass die Kinder eine größere Qualität in der Familie erleben. Das heißt, diese Zeitarmut hat ganz materielle Konsequenzen für die ganze Familie. Und das ist ja etwas, was wir oft gar nicht berücksichtigen, wenn wir uns mit Armut und den entsprechenden Daten und Fakten befassen. Wir sehen das nur in Zahlen gemessen, aber wir müssen wirklich berücksichtigen, dass eben diese Armut sich nicht nur als materielle äußert, sondern eben tatsächlich bedeutet, dass weniger Zeit für die Familie, für sich selbst da ist. Das ist ein qualitativer Aspekt, der oft übersehen wird und den wir betrachten müssen. Zeitarmut ist tatsächlich nichts, was in den Statistiken auftaucht. Ich denke, viel von den 5 R, die Jayati dargestellt hat, das haben wir in der Corona-Pandemie sehr deutlich gemerkt.
zu welchen Fehlentwicklungen und Defiziten das führt und dass eben die Ungleichgewichte, die sich darin ausdrücken, die Widerstandsfähigkeit sowohl von Familien als auch von Gesellschaften insgesamt absolut in Frage stellt. Und jetzt sehen wir nach 2 Jahren Pandemie, dass sehr viele Versprechungen gemacht und sehr viel Applaus gespendet wurde, aber dass in der Realität, also beispielsweise die bessere Bezahlung von Pflegearbeitskräften, ein unüberwindbares Hindernis zu sein scheint. Also und das, da merkt man, es geht da tatsächlich um die Veränderung realer Verteilung, beispielsweise das Kapital, das den Krankenversicherungen zur Verfügung steht, wer bekommt es eigentlich? Wessen Arbeit wird für notwendig gehalten? Genauso auch die Frage der Ausbildung, wird Ausbildung anerkannt? Wie spiegelt sich das in den Gehältern wieder? Wer hat eine Stimme? Aber vieles von dem, was du gesagt hast, Jayati, bedeutet eben auch, wir müssen tatsächlich für öffentliche Dienstleistungen, für Sozialversicherungen, für gewerkschaftliche Organisationsfreiheit, also für das, was wir eigentlich mit dem 20. Jahrhundert assoziieren, das müssen wir neu formulieren wahrscheinlich, aber auch verteidigen. Also die ganze Unadäquatheit dieser neoliberalen Politik, die springt uns so richtig ins Gesicht, also dass sie überhaupt nicht modern ist eigentlich, sondern eben zu dieser Situation der fehlenden Widerstandskraft geführt hat und der Ungleichheit. Wie können wir da vorankommen? Das ist jetzt eine Frage, die ich auch an dich stelle, Ricarda. Ich hatte vorhin ja den Koalitionsvertrag erwähnt, wo, ich kann dich jetzt ja schlecht bitten zu sagen, das kritisch zu wenden, aber vielleicht würdest du das doch tun oder ich kann es nochmal, man sagt ja immer positiv, das darzustellen, wo siehst du da die größten Hebel? Ich glaube, ich bin durchaus bereit zu sehen, wo im Koalitionsvertrag gute Dinge drinstehen und wo wir bleiben ja die Grünen auch in dieser Regierung und werden nicht eine große Ampelpartei, zum Glück. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig. Das ist ein Kompromiss, das ist ein Koalitionsvertrag qua Natur. Anders geht es gar nicht, eine Regierung zu bilden. Und das heißt immer, man hat Schritte drin, wo man sich durchgesetzt hat. Und das heißt natürlich auch, man hat Schritte drin, wo man Kompromisse eingegangen ist. Und ich glaube, was bei dieser Regierungsbildung spannend war, dass wir gesagt haben, das wurde ja auch, habt ihr häufig, wahrscheinlich bei allen Pressekonferenzen 3-mal gehört, nicht die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und das heißt natürlich auch, dass man sich an bestimmten Stellen sehr stark durchgesetzt hat, also da wirklich Punkte drin sind. Ich werde gleich auf ein paar kommen, wo man sagen kann, das sind ganz klare Projekte und die wurden nicht total verwässert. Das heißt natürlich aber auch, dass es die anderen an bestimmten Stellen getan haben. Für mich war, man wurde ja immer viel gefragt, was war irgendwie der schmerzhafteste Punkt für Sie beim Koalitionsvertrag? Ich weiß, dass ganz viele Grüne da mit dem Tempolimit und der Aufgabe des Tempolimits geantwortet haben. Für mich war es tatsächlich die Ausweitung der Minijobs. Weil das natürlich bei ganz viel, von dem wir jetzt hier gerade sprechen, genau den gegenteiligen Effekt hat. Also dass Frauen wiederum in Arbeitsverhältnissen arbeiten, wo sie nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten, wo das ein bisschen als so eine Hilfsarbeit anerkannt wird, wo der tatsächliche Wert dieser Arbeit nicht anerkannt wird und dadurch auch die Gefahr von Abhängigkeit und Altersarmut steigt. Ich bin aber gerade, ich fand es sehr, sehr spannend mit den 5 R's, weil mir als Konzept zwar auch noch nicht bekannt und habe mal versucht, so ein bisschen in meinem Kopf durchzugehen, während du gesprochen hast, was könnten denn darauf politische Antworten sein, welche haben wir schon gegeben, welche arbeiten wir gerade und welche müssen noch kommen. Und ich glaube, das ist das Erste, wenn wir über Recognize sprechen, dann, und das kann echt, wenn wir es jetzt gut handhaben und gut entwickeln, ich weiß, dass da gerade Lisa Paus jetzt im Familienministerium dran ist, ein wahnsinnig scharfes Schwert werden, ist der Gleichstellungscheck. Also, dass wir gesagt haben, dieses Unsichtbarmachen von den Auswirkungen auf die Geschlechter. Wenn wir sagen, das ist ein großes Problem, müssen wir es ja genau umdrehen und sagen, jede politische Maßnahme, die erfolgt, wird darauf untersucht, welche Auswirkungen sie eigentlich auf die Geschlechterverhältnisse hat. Das heißt auch sowas wie Gender Budgeting, also dass wir einen geschlechtergerechten Haushalt haben. Und das heißt zum Beispiel auch, dass wenn wir in Zukunft Konjunkturprogramme machen, du hattest immer Corona angesprochen, das hat mir sehr deutlich gesehen, dass die Konjunkturprogramme
ganz stark in Branchen geflossen sind mit einem hohen Männeranteil, während im Bereich Pflege, obwohl viel geklatscht wurde, viel symbolisch gedankt wurde, sehr wenig passiert ist. Das heißt, diesen Effekt, den wir sowieso schon während Corona gesehen haben, dass wir ja ein Rollback hatten, dass alte Geschlechterrollen sich wieder die Bühne erobert haben, dass Frauen wirklich zerrieben wurden in diesen Doppelung aus Homeoffice und Homeschooling, dass das noch verstärkt wurde durch die Art, wie wir auf die Krise geantwortet haben. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Geschlechtergerechtigkeit Check wiederum hat positive Auswirkungen für Frauen, aber auch für unsere Widerstandsfähigkeit als Gesellschaft als Ganze. Weil davon bin ich überzeugt, gleichberechtigtere Gesellschaften sind resilientere Gesellschaften. Und wir leben in einer Zeit, und das wird sich in der Zukunft nicht verändern, die von Krisen geprägt ist. Meine politische Generation ist mit Krisen aufgewachsen. Ich erinnere mich kaum noch an eine politische Zeit, wo man mal gesagt hat, ach, da arbeitet man jetzt mal in Ruhe den Koalitionsvertrag ab. Und ich meine, jetzt sind wir so weit davon entfernt, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und das wird aber auch in Zukunft hoffentlich nicht immer durch einen Krieg, einen Angriffskrieg auf europäischem Boden geprägt sein, aber dass immer wieder Krisen kommen werden. Und ich bin davon überzeugt, dass gleichberechtigte Gesellschaft darauf bessere Antworten finden. Das zweite war Reduce, und da ein sehr spannendes Beispiel gibt es natürlich die ganz praktischen Fragen von wer hat eigentlich wo Zugang. Ich glaube aber, dass zu Reduce tatsächlich auch genau das massiv beiträgt, die Frage, was wird eigentlich öffentlich gestellt und was wird sozusagen öffentlich auch ermöglicht. Das ist die Frage von Kinderbetreuung, das ist die Frage von Pflege, und das heißt natürlich auf der einen Seite müssen wir, glaube ich, die Debatte darüber anregen, dass es auch nichts Schlechtes ist, wenn das aus dem rein familiären Kontext rausgenommen wird, sondern das ist ja eine Frage von, weil ich weiß nicht, ich bin auf dem schwäbischen Land aufgewachsen, da war diese Vorstellung noch von, das ist doch eigentlich, man schiebt die Oma ab, wenn sie Pflege bekommt und wenn sich da nicht die Tochter oder die Schwiegertochter kümmert, noch sehr stark ausgeprägt. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch diese Debatte um Fürsorge verändern. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Fürsorge qualitativ hochwertig ist, wenn man tatsächlich auch ein gutes Gefühl haben kann, wenn man ein Pflegeheim, wenn man die Kinder in die Kinderbetreuung gibt. Und das hängt natürlich mit dem vierten Punkt bei dir zusammen, die Reward-Frage. Das funktioniert nur, wenn Menschen in diesen Strukturen arbeiten müssen. Und das ist am Ende eine klare Frage von Verteilung von Geldern. Einmal, was wird finanziert, was ist uns wie viel wert? Und dann die Frage von in diesen Bereichen, wer verdient dann auch tatsächlich daran? Und ich kann zum Beispiel ein konkretes Beispiel, und da haben wir uns auch im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass wir das überarbeiten werden, ist die Finanzierungsfrage im Gesundheitssystem. Wir geben in Deutschland nicht sehr wenig Geld für Gesundheit aus, wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen. Das heißt, dieser Punkt mit, das Gesundheitssystem wurde kaputt gespart, das stimmt eigentlich gar nicht so ganz, sondern wir geben es falsch aus. Bestimmte Bereiche wurden kaputt gespart. In Deutschland kann man sehr, sehr gute Gewinne machen mit privaten Pflegeheimen, mit privaten Kliniken und da wiederum mit Geldern, die über die Sozialversicherung von uns allen bezahlt werden. Also wir alle zahlen Dumpinglöhne in der Pflege mit und sind dann am Ende im Zweifelsfall auf diese Infrastrukturen angewiesen. Das heißt, die bessere Bezahlung von Pflegekräften, von übrigens auch Physiotherapeuten, Reinigungskräften in Kliniken, das sind verschiedenste Berufe mit einem hohen Frauenanteil, wird nur funktionieren, wenn wir anders die Gelder verteilen, nicht nur mehr investieren, sondern auch klare Regeln aufstellen, wofür soll das finanziert werden, und da muss eben die Gemeinwohlorientierung. Also das, was uns alle zugutekommt, das muss am Ende eine Priorität haben bei Finanzierungsfragen. Redistribute, auch da Public Sector spielt eine ganz große Rolle, aber natürlich auch die Frage, wie wird es eigentlich aufgeteilt innerhalb der Familie. Und da haben wir vieles im Koalitionsvertrag mit drinstehen, von dass der Mutterschutz ausgeweitet wird auf einen Partnerschutz, also dass in den ersten Wochen nach der Geburt auch ein Partner oder eine Partnerin sich eine Auszeit nehmen kann und dass sozusagen da keine Lohneinbußen hat, über eine paritätischere Verzahlung beim Elterngeld, über einen Pflegezeitplus, wo sozusagen auch Menschen, die pflegen zu Hause, das besser finanziert bekommen, und das ist eine analoge sozusagen eine Anwendung, wie wir es gerade auch beim Eltern, bei der Elternzeit erleben. Und das sind, glaube ich, ganz viele wichtige Punkte, wo wir sagen, ja, wir ermöglichen das Menschen, aber das braucht dann auch eine paritätische oder zumindest in diese Richtung gehende Ausrichtung,
dieser Gelder, die dort gezahlt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, der aber unbearbeitet ist, noch in der jetzigen Bundesregierung, aber aus meiner Sicht für eine grüne Politik für die nächsten Jahre unglaublich relevant sein wird, ist eben die Frage von der Arbeitszeitverkürzung. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man dem näher kommen kann. Es gibt den Weg, das über gesetzliche Regelungen zu machen. Wir sagen zum Beispiel, dass eine 35-Stunden-Woche in der Pflege richtig wäre, auch damit die Menschen überhaupt dieser Arbeit nachgehen können und damit auch wieder Menschen zurückkommen in diesen Job, die ihn in den letzten Jahren verlassen haben, weil sie eben diesem Stress auch häufig körperlich gar nicht standhalten konnten. Und wir haben natürlich den Weg, über Tarifverträge zu gehen. Jetzt gerade, ich war letzte Woche in Münster auf einem Streikposten von Verdi, wo für einen Tarifvertrag Entlastung, der für Zeiten, wo man außerhalb der eigentlichen Arbeitszeiten arbeitet, dann Entlastungspunkte gesammelt werden, die wiederum auch in Freizeit dann ausgezahlt. Klingt ein bisschen komisch. Aber das heißt, da eine gewerkschaftliche Organisation, da würde ich mir auch wünschen, und ich finde, da hat sich viel getan in den nächsten Jahren. Ich appelliere aber auch immer, dass es noch stärker wird. Ich bin sehr stolzes Verdi-Mitglied und sehr überzeugt davon, dass die Gewerkschaften einen ganz wichtigen Anteil für eine gerechte Wirtschaft haben. Aber auch die müssen sich modernisieren. Auch die müssen, wenn sie in der Zukunft eine Relevanz haben wollen, diese Fragen von unbezahlter Arbeit, die Fragen von Care-Ökonomie, die Fragen des Public Sectors noch deutlich, deutlich mehr in ihre Analysen und in ihre Arbeit mit einfließen lassen. Und der letzte Punkt ist die Repräsentation. Das heißt, die Frage, wer entscheidet eigentlich mit über diese Fragen? Und das ist, wenn wir auf, ich finde, das beste Beispiel dafür war, wenn wir die Corona-Pandemie anschauen, wenn man sich anschaut, wo diese wissenschaftlichen Gutachten, ich meine, die Leuphana-Universität hat ein breites Gutachten zur Frage der Auswirkungen der Corona-Pandemie gemacht, und das Wort Frauen kam da nicht einmal vor. Während wir gesehen haben, wie es genau Frauen waren, die dieses Doppelung aus, ne, sich eigentlich zu Hause die Bildungsarbeit übernehmen, die Betreuungsarbeit, gleichzeitig immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwunden sind. Und das passiert auch, wenn Frauen nicht mit am Tisch sitzen. Und ich finde auch das, und das vielleicht als letzten Punkt, wenn wir über Demokratisierung sprechen, auch das ist eine Frage der Demokratie. Denn ich bin weit davon entfernt, auch wenn wir über Parität im Bundestag, in den Parlamenten sprechen, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Und sie sind auch nicht immer per se die besseren Politikerinnen. Sie sind auch nicht aus sich heraus eine feministische Politik. Ich meine, das beste Beispiel dafür ist, jetzt sehr hartes Beispiel, aber eine Marine Le Pen ist man weiter entfernt von einer feministischen Zukunft, als es man es kaum sein kann als Rechtsextreme. Aber es geht ja auch hier wiederum um eine Frage von Demokratie. Und wenn ich sage, Demokratie sagt die gleiche Teilhabe und dass alle Perspektiven mit am Tisch setzen, ne, dann heißt das eben auch Repräsentation. Dann heißt das, dass Frauen mit am Tisch sitzen und Entscheidungen treffen, ne, und im besten Falle, und dafür setzen wir als Grüne uns ein, eben auch Feministinnen mit am Tisch sitzen. Ich finde, man sieht gerade, eine feministische Bundesregierung haben wir noch nicht ganz. Ich glaube, das wäre überhöht. Aber man sieht doch, was es für einen Unterschied macht, wenn Feministinnen in Ministerien sitzen, ne, und dort aktive Politik machen. Ja, das ist wahr. Danke, danke, Ricarda, dafür. Ich möchte noch eine Frage von mir an dich richten, Jayati, weil Ricarda hat gerade gesagt, es macht einen Unterschied, ob Ministerinnen selber sagen, im Feminismus liegt auch eine positive Antwort auf die Fragen der Zeit. Und wir hatten heute ja gerade darüber gesprochen, dass es eine große Chance ist, auch den Feminismus wieder zu enttabuisieren. Er hat ja hier in Deutschland gerade auch oft eher negativ beurteilt worden. Und wir haben eine Außenministerin, die sagt, sie möchte eine feministische Außenpolitik machen. Wir haben aber auch eine Entwicklungsministerin, die sagt, sie möchte feministische Entwicklungspolitik machen. Und da wollte ich dich fragen, Jayati, was geht das für dich? Was wäre eine feministische Entwicklungspolitik? Weil du bist ja auch Entwicklungsökonomin. Wie passt das zusammen? Also vieles von dem, was Sie gesagt haben, ist so inspirierend, auch weil es zeigt, was man tun kann, wenn es genug Frauen da draußen gibt. Also ich glaube sehr stark letztendlich an die Repräsentation, also die Vertretung von Frauen. Nur wenige Frauen können hier keinen Unterschied machen. Man braucht wirklich ausreichende Zahlen, um in der Lage zu sein, seiner Stimme Gehör zu verschaffen, sei es im Parlament, im Kabinett
in anderen Organisationen. Und dann kann man das auch allgemein in der Öffentlichkeit stärker vertreten. Wenn man sich beispielsweise Chile anschaut, das, wo festgelegt ist, dass mindestens die Hälfte des Kabinetts aus Frauen bestehen muss, hat natürlich die Perspektive in so vielerlei Hinsicht verändert. In Bezug auf eine feministische Entwicklungspolitik, noch einmal, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Ganze zum Tragen kommen kann. PolitikerInnen sind sich dessen nicht unbedingt bewusst, weil vielleicht ihre eigenen Lebensumstände sie niemals in eine Situation gebracht haben, diese Umstände persönlich zu erfahren. Ich denke beispielsweise an die Migrationspolitik, wo die Empfängerländer sagen, sie sind genderblind, aber eigentlich sind sie gender oppressive, also unterdrücken das eher. Und mehr und mehr Frauen sind auch Arbeitsmigrantinnen innerhalb dieser globalen Sorgearbeit. Und auch die Entwicklungshilfehaushalte und ihre Verteilung, die gehen meist in bestimmte Infrastrukturen, in bestimmte Strukturen und in bestimmte Sektoren. Und sie können entweder zur Verbesserung der Lebenssituation von allen, also auch Frauen, eingesetzt werden oder beispielsweise nur im Bereich der bezahlten Arbeit. Also es kann beispielsweise auch zum Zugang zu sauberem Trinkwasser in den Haushalten genutzt werden, damit Frauen beispielsweise nicht mehr in Eimern Wasser nach Hause tragen müssen. Also alle diese Dinge wären sehr effektiv. Also sobald man eine feministische Perspektive einnimmt und die Tatsache, dass das jetzt nichts mehr ist, wovon man Angst haben muss, ist wirklich enorm. Also früher musste man ja sagen, ich bin eigentlich keine Feministin, aber heute kann man sagen, ich bin Feministin und das bedeutet, dass man nicht nur Gleichberechtigung und Chancen anerkennt, sondern auch den gleichen Zugang für alle schaffen möchte und auch, dass man auch dieses Zeitungleichgewicht und Machtungleichgewicht anerkennt im täglichen Leben der Menschen, was wiederum Einfluss auf ihr Arbeitsleben und ihre anderen Lebensbereiche hat. Also ja, ganz genau. Man kann eine feministische Perspektive natürlich in diesen ganzen Bereichen einnehmen, genau wie eine sozialistische Perspektive beispielsweise. Also ich freue mich wirklich, dass es Frauen gibt in der deutschen Regierung. Und also da, wo ich herkomme, in Indien, da müssen wir noch so einen langen Weg zurücklegen. Das ist wirklich schwierig vorstellbar. Aber es ist schön zu sehen, dass es passieren kann. Und das ist ein Zeichen für uns alle in allen Teilen der Welt, dass das funktionieren kann. Ich würde jetzt gerne öffnen und auch Fragen, Kommentare hier aus dem Publikum einladen. Ah, da meldet sich schon jemand. Ich glaube, es ist besser auf Deutsch. Okay, ich habe eine Frage pro Person. Ja, bitte. Mhm. Ich kann das variieren, aber dann fange ich mit Ricarda Lang an, das wäre dann eh Deutsch. Also nicht beleidigt sein, ich habe das aufgeschrieben, deswegen gucke ich aufs Handy. ja, also Sie haben bestimmt auch schon mit der Frage gerechnet, aber wenn hier besprochen wird, dass Feminismus in alle politischen Entscheidungen einfließen muss, frage ich mich schon, wie man plötzlich auf feministische Weise 100 Millionen Euro für die Bundeswehr locker machen kann. Also ich muss Ihnen überhaupt nicht aufzählen, wo überall Geld fehlt in Care-Bereichen, das wissen Sie ja. Also was ist das Feministische daran, dieses Geld stattdessen ins Militär zu leiten und vor allem im Grundgesetz zu verankern für viele, viele Jahre? Mhm. Gut. Soll ich direkt darauf antworten? Oder ja, ich denke dann, Fragen? Ja. Mhm. Ja, natürlich ist es eine Frage, mit der wir uns sehr viel beschäftigen. Ich meine, auch die Grundfrage erstmal, was bedeutet eine feministische Außenpolitik mit Blick auf die Ukraine? Und ich finde, das ist keine komplett einfach zu beantwortende Frage. Denn auf der einen Seite hat feministische Außenpolitik das Ziel, militärische Gewalt zurückzudrängen, auch das Ziel der Abrüstung. Auf der anderen Seite sehen wir, dass gerade sich rauszuhalten, und davon bin ich tatsächlich überzeugt, in der Ukraine bedeuten würde,
dass dort Frauen Vergewaltigungen ausgesetzt werden, dass sie absoluter Gewalt ausgesetzt werden und dass sie auch ihrem Recht auf Selbstverteidigung beraubt werden würden. Weshalb ich es zum Beispiel auch aus einer feministischen Sicht, und können wir hier auch sehr gern diskutieren, weil ich finde, wie gesagt, das sind Fragen, die man gerade unter Anhängerinnen von feministischer Außenpolitik führen muss, richtig finde, im Moment Waffen dorthin zu liefern und auch dieses Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine zu unterstützen. Gleichzeitig gibt es das darüber hinausgehende Thema des Sondervermögens. Ich glaube erstmal an diesem Sondervermögen als solches. Das ist für mich keine feministische Politik. Was aber ich sehr sinnvoll finde, und das ist die Frage der Verankerung innerhalb des Grundgesetzes, dadurch, dass wir es im Grundgesetz verankern, führen wir dazu, dass es nicht angerechnet wird auf die Schuldenbremse. Würden wir es anders machen und sagen, wir wollen als Regierung, und wie gesagt, ich glaube, an vielen Stellen macht es tatsächlich Sinn, mehr Geld auch gerade auszugeben, weil wir sehen, dass wir keine gut aufgestellte Bundeswehr haben, würden wir das einfach im laufenden Haushalt machen, würde es de facto dazu führen, dass es in Konkurrenz mit anderen Ausgaben gerät. Das heißt, wir würden dann weniger Geld für Bildung ausgeben, wir würden weniger Geld für soziale Fragen ausgeben. Das heißt, wir würden in direkte Konkurrenz zwischen den Bereichen kommen. Das fände ich an der Stelle deutlich schädlicher, weshalb ich den Weg des Grundgesetzes einen sinnvollen finde. Und gleichzeitig haben wir immer klargemacht, auch als Grüne, dieser verengte Blick, das ist jetzt die Antwort. Wir müssen uns über Sicherheit Gedanken machen, auch über eine neue Aufstellung der deutschen Sicherheitspolitik. Der verengte Blick, das machen wir jetzt nur mit diesem Sondervermögen, das machen wir nur über eine bessere Ausstattung der Streitkräfte, der wird keine nachhaltige Sicherheit bieten, sondern bei Sicherheit spielen Fragen von feministischer Außenpolitik eine Frage, spielt die Frage von Entwicklungszusammenarbeit eine Rolle, spielt die Frage von Konfliktprävention, wer ist an Friedensverhandlungen beteiligt und spielt übrigens auch die Frage von Klimaschutz und wie können wir Ressourcenkonflikte in der Zukunft verhindern? Denn wir sehen ja gerade, dass die Frage von Abhängigkeit von Fossilen, die wird uns immer abhängig machen von autoritären Regimen. Und diese autoritären Regime, das sehen wir jetzt, wenn wir neue Verträge mit Katar eingehen, was in diesem Moment notwendig ist, aber was nicht die langfristige Antwort sein kann. Denn auch dort reden wir über Regime, die Frauenrechte einschränken, die gerade nicht sozusagen ein Partner sein können, wenn es darum geht, zu einer feministischeren, ja, auch Welt zu kommen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Abhängigkeit von Fossilen immer auch eine, ja, ein Sicherheitsrisiko mit sich bringt und immer auch ein Risiko für Werte von Feminismus, für Werte von Frauenrechte. Und deshalb die Transformation an dieser Stelle, Klimaschutz, erneuerbare Energien, Unabhängigkeit von Fossilen, auch ein sicherheitspolitisches Anliegen ist, ein feministisches Anliegen. Das heißt, es geht am Ende darum, einen erweiterten Sicherheitsbegriff durchzusetzen, der auch Fragen von Gleichberechtigung, von Resilienz, von wirtschaftlicher Unabhängigkeit und von Klimaschutz beinhaltet. Danke. Danke, Ricarda. Jetzt die zweite Frage noch an Jayati. Ja, und ich kann die auf Englisch direkt stellen. Dann muss das Mikro gewechselt werden, genau. Als Sie Ihre erste Präsentation gehalten haben oder Ihr Eingangsstatement abgegeben haben, haben Sie gesagt, dass RegierungsvertreterInnen sich der Ausbeutung der Geschlechter bewusst sind und das Ganze fördern. Und ich habe mich gefragt, warum Sie so sicher sind, dass das eine bewusste Entscheidung ist, weil das, was Sie beschrieben haben, klang ja eher materialistisch in meinen Ohren und eher wie ein unbewusster Effekt, der einfach in der Politik verankert ist, aber nicht wie etwas, das einzelne Politiker sich entscheiden zu tun. Jayati. Also ich, natürlich ist das keine bewusste Entscheidung, aber die Regierungen wissen, dass sie das tun können und dass sie damit davonkommen. Und das natürlich auf Kosten der Frauen, die sich über alle Maßen überanstrengen, sozusagen. Im Moment haben wir leider ein Tonproblem. Der Ton ist leider sehr schlecht und die Verbindung ist gerade sehr schlecht. Deshalb kann nicht gedolmetscht werden.
Jayati, jetzt muss er mich anstellen. Jayati, the connection is very... sie hört mich auch nicht. Jayati, wir verstehen dich nicht mehr. Sie hört uns gar nicht mehr, ne? Ah, doch, jetzt. Jetzt? Jayati, die Verbindung war sehr schlecht. Wir haben, deine Bandbreite ist anscheinend schwierig. Sprich noch mal. Yes, certainly. Ah, jetzt ist es besser. Will it help if I turn off the video now? Hilft es, wenn ich das Video vielleicht ausschalte? Ja. Wir verstehen dich jetzt besser. Jetzt hören wir dich besser. Okay. All right. I'm just going to say this and, ich sage das jetzt und dann mache ich danach das Video wieder an. Also, ich denke, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es eine bewusste Entscheidung der Ausbeutung von Frauen oder Geschlechterbeziehungen gibt durch Regierungen. Aber es ist eine unbewusste, genau. Aber auch ein impliziertes Wissen, dass es eben diese Geschlechterungleichgewicht gibt und auch dieser bestimmte Widerspruch im Kern der Sorgearbeit. Also man weiß einfach, dass diese Pflegearbeit nicht aufhört. Die Frauen werden einfach weitermachen und das erlaubt es Regierungen, sich so zu verhalten, dass sie letztendlich Frauen ausbeuten, ob sie nun Ressourcen investieren oder eben nicht. Und es gibt beispielsweise ein Sondervermögen im Falle eines Krieges, aber nicht, wenn es um zusätzliche Lasten gibt, die durch eine Pandemie verursacht werden. Also ich denke, das ist das Wissen, das dazu beiträgt, dass die Regierungen sich so verhalten, wie sie es tun und dass die Politik letztendlich ausbeutend ist. Also das ist nicht eine bewusste Entscheidung, aber sie wissen irgendwie, dass sie in der Lage sind, das zu machen. Und dass die Last eben einfach weitergetragen wird von den Haushalten. Ich möchte noch kurz etwas zu den großartigen Punkten sagen, die Ricarda angesprochen hat. Natürlich ist alles verbunden. Also man kann keine Feministin sein, ohne Sozialistin zu sein, ohne Grün zu sein. Und es wird immer diese Widersprüche geben. In der Außenpolitik, denke ich, ist es sehr wichtig für grüne Feministinnen in Deutschland, dass sie auch fordern, dass ihre Regierung eine viel wichtigere, größere Rolle im Bereich der Klimaschutzfinanzierung spielen. Und Deutschland hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt, trotz dessen, was 2012 versprochen wurde. Und jetzt hat man hunderte Milliarden, um die Auswirkungen eines Krieges abzumildern. Aber man hat nicht genug Geld oder nur 10 Milliarden, um COVAX zu finanzieren, um Impfstoff für Afrika bereitzustellen. Also man muss sicherstellen, dass auch der Klimawandel und seine Auswirkungen, also dass in Ländern, die den Klimawandel besonders stark spüren, dass dort auch Gelder bereitgestellt werden, um das Ganze abzumildern. Morgen findet ja die finale Bereinigungssitzung im Bundestag statt, wo es auch ganz zentral um den Haushalt des BMZ und die Klimafinanzierung gehen wird. Weitere Fragen oder Kommentare? Ja, jetzt haben wir Ines und dann... Darf ich noch einen Punkt anführen? Eine Bitte. Die deutsche Regierung hat jedem Versuch von Entwicklungsländern widerstanden, das TRIPS Agreement für Covid-19 für Impfstoffe aufzuheben. Und Deutschland, Frankreich blockieren diesen TRIPS-Waiver. Und das wird jetzt nicht in der WHO diskutiert. Und ich denke, Sie in der Grünen Partei und alle anderen sollten befürworten, dass das quasi die Impfstoffe freigegeben werden, also nicht der Patentschutz auf Impfstoffe aufgehoben werden. Kann ich sehr, sehr gerne was dazu sagen. Also ich glaube, wir hier ehrlich sein, im Koalitionsvertrag konnten wir es an der Stelle nicht durchsetzen. Das heißt, wir haben das gerade nicht als Haltung.
ich teile das aber sehr, was hier gesagt wurde. Also das ist natürlich diese Frage von, ja auch wiederum in doppelter Hinsicht. Also wenn wir einmal Corona in irgendeiner Form überwinden wollen, zumindest ist es in so einer Form eine gefährliche Pandemie ist, haben wir alle ein gemeinsames Interesse daran, dass es einen globalen Impfschutz dazu gibt. Und zweitens ist es natürlich auch eine Frage von globaler Gerechtigkeit. Und ich meine, wir werden jetzt sehen, die Entwicklung, die wir gerade in Europa, auch zwischen Europa und Russland erleben, die Fragen von einem Öl-, Gas-, Kohleembargo, all das wird massive Auswirkungen haben auf die gesamte Welt. Wenn wir in Deutschland jetzt sagen, wir müssen diversifizieren, was die Stromversorgung angeht, wird das nur funktionieren, wenn wir in großem Maße einkaufen auf dem ganzen Weltmarkt, relativ teuer einkaufen. Das wiederum wird viele Länder mit einer schlechteren ökonomischen Situation vor riesige Herausforderungen stellen. Ich glaube, da haben wir auch eine Situation, wenn wir das einfach so laufen lassen und dann nicht gleichzeitig in die Klimafinanzierung, in die Entwicklungszusammenarbeit und auch in den Corona-Schutz, also mit TripSaver investieren, kann das auch wiederum dazu führen, dass sich Russland, und das tun sie jetzt schon an vielen Stellen, hinstellt und sagt, naja, schaut mal, am Ende wollen die ja euch was Schlechtes. Ne? Und am Ende, und wir sind wiederum diejenigen, sowohl Russland und China, die euch unterstützen, die da reingehen. Und das wird zu einer Stärkung von autoritären Regimen weltweit führen. Das heißt, ich teile, das sind Kämpfe, die es bei uns in der Bundesregierung gibt, das will ich ehrlich sagen. Aber ich teile die Position, was sowohl TripSaver angeht, als auch was die Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit angeht, sehr stark. Danke. Jetzt Ines und dann hatte sich da drüben noch jemand gemeldet. Ja, hallo, vielen Dank für die spannende Diskussion. Mein Name ist Ines Kappert, ich leite den feministischen Think Tank der Heinrich-Böll-Stiftung, das Gunda-Werner-Institut. Und ich wollte noch mal sowohl dich, Shayatri, als auch dich, Ricarda, nach feministischen Strategien fragen, weil ihr habt ja wunderbar und beschrieben die Problemlage und auch die Widerstände, aber und jetzt? Was sind denn sozusagen innerhalb dieser hochkomplexen Welt Aufrüstung, krasse Aufrüstung, weltweite Aufrüstung, Umverteilung von Geldern ja zugunsten von Aufrüstung und eben nicht zugunsten von Care-Arbeit, von unbezahlter Arbeit, was sind denn jetzt gebotene feministische Strategien, um überhaupt so eine Umverteilung und einen politisch relevanten Diskurs zur Umverteilung wieder in Gang zu setzen? Was sind da so zentrale Ankerpunkte für euch? Wer soll anfangen? Ja, genau. Jayati, möchtest du anfangen damit? Yes, sure. Can you ja, natürlich. Können Sie mich gut hören? Sehr gut. Nein, sehr gut. Okay. Ines, das ist wirklich eine sehr gute Frage und sehr wichtige Frage, weil wir jedes Mal, wenn wir denken, dass wir Fortschritte machen, passiert immer irgendetwas und es gibt Rückschritte, viele Rückschritte und wir werden weiter zurückgedrängt. Und der Krieg in der Ukraine war wirklich ein großer Rückschritt in dieser Hinsicht in Bezug auf die Umlenkung öffentlicher Gelder, aber auch in Bezug auf die internationale Inflation, die noch intensiviert wird durch Spekulation. Also es ist nicht nur der Krieg alleine, es sind nicht nur die Waren und Güter aus der Ukraine und aus Russland, sondern das sind auch private Unternehmen aus dem Agrobusiness, Treibstoff-Business und Finanzspekulation. Es ist der Futures-Market für Güter, das ist so, dass 72% der Aktivitäten quasi Finanzfonds waren. Und das können wir durch Vorgaben, durch Gesetze verändern. Und jetzt komme ich zurück auf die Verbindungen. Alles ist miteinander verbunden. Also jedes Mal reagieren wir. Wir denken jedes Mal, okay, das ist jetzt das bisschen Geld, was uns noch übrig bleibt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das in guter Art und Weise für Frauen einsetzen können. So sollten wir nicht vorgehen. Wenn es auf die andere Seite, um die andere Seite geht, dann ist es immer ganz klar, da wird jetzt einfach Geld bereitgestellt. Wir sind immer zögerlich und denken, okay, wir haben jetzt nicht so viel Geld in diesem Haushalt zugewiesen bekommen, wir nehmen dann das bisschen, was wir bekommen haben. Warum besteuert man nicht die Reichen? Warum ist es so, dass die Top 1% ihr Einkommen oder ihr Vermögen in der Pandemie erhöhen konnten? Warum gibt es keine Solidaritätssteuer oder eine Reichensteuer? Warum fordern wir nicht, dass es ein Register für den
Wohlstand gibt, damit man weiß, wer welchen Wohlstand akkumuliert, um das dann besteuern zu können, wie in anderen Bereichen. Warum fordern wir keine ordentliche Besteuerung der multinationalen Unternehmen? Das ist auch etwas, das in der OECD von den G7-Ländern gestoppt wurde, von den europäischen Ländern insbesondere, die mit ihren Lobbyisten aus den multinationalen Konzernen vorgegangen sind, um die Steuer zu verhindern. Also, und im Durchschnitt haben wir 4% im Gegensatz zu den 20%, die kleine Unternehmen auf lokaler Ebene zahlen müssen. Also, wenn man diese Ressourcen nicht bekommt, dann wird den Feministen immer gesagt, es gibt kein Geld für euch und dann bleiben für uns immer nur die Brotkrumen. Man muss ein Bündnis schmieden. Wenn wir eine wirkliche feministische Strategie verfolgen wollten, dann müssen wir die Steuereinnahmen aus den Staaten erhöhen. Das heißt, wir müssen Bündnisse schmieden mit globalen Gerechtigkeitsbewegungen. Wir müssen große Bündnisse mit Menschen schmieden, die mehr Ressourcen für die Öffentlichkeit einfordern und müssen dann eine Umverteilung dieser Ressourcen bewerkstelligen. Und das beinhaltet auch die Forderung nach besser finanzierten öffentlichen Gütern, nach mehr Investitionen in den Sorgebereich, in die Pflege. Und die Pflege, wie wir sie kennen, und die kreative Industrie, das sind die zwei Bereiche, die durch technologischen Wandel unterstützt werden und nicht zerstört werden. Viele Jobs werden verschwinden, aber die Pflege wird steigen dadurch. Wir brauchen hier einfach eine gute Bezahlung. Das heißt, wir brauchen einfach größer angelegte Forderungen nach öffentlichen Investitionen in diese Aktivitäten. Und diese Gelder müssen generiert werden über Wege, die wir kennen, die allerdings politisch nicht als akzeptabel betrachtet werden gegenwärtig. Ja, vielen, vielen Dank für die Frage. Und ich glaube, ich kann ganz vielen Punkten anschließen. Also wir sehen ja auf der einen Seite, ne, auf der Policy-Ebene habe ich vorher ganz viel dazu gesagt. Also zum Beispiel Gleichstellungschecks. Wir können den Blick auf Politik verändern. Also indem wir davon wegkommen. Und das ist ja sozusagen auch ein Problem, was Politik in Breite durchzieht. Wenn Feminismus als ein Thema von vielen gesehen wird, dann bedeutet das am Ende, dass der Großteil der Politik nicht feministisch gedacht wird. Und dass man dann ja immer in einer nachholenden Arbeit ist. Das heißt, erstmal werden Gelder verteilt, führen zu mehr Ungleichheit. Erstmal wird die Schuldenbremse eingehalten und es wird nicht investiert an den Stellen, wo es gebraucht wird. Und dann am Ende setzt der Feminismus ein und sagt, okay, jetzt müssen wir diese Ungleichheiten ungeschehen machen und uns da unglaublich viel Arbeit aufhalten. Und das muss ja umgedreht werden. Also das heißt, es muss von Anfang an mitgedacht werden, wenn wir über Finanzpolitik reden, wenn wir über Wirtschaftspolitik sprechen. Und ich glaube, da kann sowas wie ein Gleichstellungscheck ein sehr wichtiges Instrument sein. Und gleichzeitig merken wir, dass diese Policy-Instrumente allein nicht reichen und dass natürlich wir gerade auch nicht die politischen Mehrheiten haben, die es braucht, um das in der Gänze, was hier jetzt besprochen wurde, umzusetzen. Das heißt, wir brauchen Druck. Wir haben das sehr stark gesehen im Bereich der Klimapolitik. Auch da sind wir noch davon entfernt, was notwendig wäre, in Paris umzusetzen, aber wie eine starke Klimabewegung die Debatte darüber und auch den Druck, den politische Entscheidungsträgerinnen haben, deutlich verändert hat. Das heißt, wir müssen überlegen, wie kann dieser Druck auch in einem feministischen Bereich entstehen. Und dafür müssen wir viele Menschen erreichen. Man muss mobilisieren, organisieren und es dann sozusagen in die politische Sphäre tragen. Und ich glaube, dafür sind drei Punkte sehr entscheidend. Das erste ist, an der Lebensrealität von Menschen ansetzen. Denn ganz viele von diesen Fragen, wir haben vorher darüber gesprochen, ist Feminismus noch ein böses Wort und so. Das ist es, glaube ich, schon länger nicht mehr in der Form. Also es gibt klar eine Rollback-Bewegung, die das versucht und die Feministinnen zu ihren Hauptfeinden gemacht hat. Gleichzeitig gab es aus meiner Sicht, wenn ich so ein bisschen zurückdenke jetzt an meine Jugend oder an die letzten 10 Jahre auch meines Lebens, gab es manchmal auch eher so ein bisschen so ein, ach ja, das ist irgendwas für die Großstädte und so ein bisschen, was ist weit weg von uns. Es war nicht so richtig, dass man es jetzt als Gefahr wahrgenommen hat, aber so ein bisschen zu so einem Lifestyle-Thema gemacht wurde. Und ganz viele Menschen das Gefühl haben, das hat nichts mit mir zu tun. Und ich glaube, wenn man zeigt, ich habe vorher gesagt, ich komme eher aus dem ländlichen Raum, das sind ganz viele Leute, die würden erstmal sagen, oh nee, Feminismus hat gar nichts mit mir zu tun. Aber all diese Fragen, die wir hier besprochen haben, die Frage von Kinderbetreuung, die Frage, wie viel ich verdiene, die Frage, wer kümmert sich um mein Kind, wenn die Kita zu hat,
die Frage von Gewaltschutz, das sind Fragen, die zutiefst betreffen. Wir müssen an diese Fragen der Lebensrealität ran und darüber eine Politisierung in der Breite der Gesellschaft schaffen. Das Zweite ist, und deshalb freue ich mich sehr über diese Veranstaltung hier, die ökonomischen Fragen ins Zentrum zu rücken. Weil das sind am Ende die, an denen sich entscheidet, ob es den gleichen Zugang zu Macht gibt, ob es den gleichen Zugang zu Ressourcen gibt. Und solange wir die ausblenden, werden wir zu keiner Gleichberechtigung kommen und werden wir vor allem Feminismus nur für eine kleine Gruppe von Frauen machen. Ich bin sehr stark für Quoten in DAX-Vorständen, Aufsichtsräten. Bin ich voll dafür, werde ich meine Hand dafür heben. Aber es ändert erstmal in der Lebensrealität von ganz, ganz vielen Frauen nichts. Das ändert nichts von den Frauen, die in der Pflege arbeiten, das ändert nicht denen, von denen an den Supermarktkassen sitzen, die in unglaublich vielen Bereichen sozusagen die Arbeit machen und erst recht nicht von Frauen, die dann nochmal in anderen Ländern im globalen Süden leben und Teil dieser, du hast es Global Chain of Care Work sind. Und das heißt, wir müssen, wenn wir in die Breite wirken wollen, müssen wir diese ökonomischen Fragen thematisieren, weil die auch die Breite der Frauen betreffen und ihre Lebenssituation tatsächlich besser machen können. Und dafür, und da bin ich sehr an dem, ich war in Cooperation, der Bündnisgedanke. Das funktioniert nur, wenn wir breite Bündnisse schmieden. Das heißt, wir müssen Bündnisse von feministischen Bewegungen mit antirassistischen Bewegungen, mit Gerechtigkeitsbewegungen, mit der Klimabewegung hinbekommen. Und wir müssen vor allem globale Bündnisse schaffen. Weil ganz viel von dem, was hier ausgeblendet wird an Care Work, das findet sich im globalen Süden wieder. Nur wenn wir aber dort ansetzen, werden wir langfristig auch die Situation hier verbessern können, weil es eben genau diese Zusammenhänge, du ja auch beschrieben hast, weil es genau diese Zusammenhänge gibt. Und das ist nicht immer einfach, weil globale Bündnisse, es sagt sich erstmal so leicht und es ist super, dass wir Veranstaltungen wie diese hier haben, aber was folgt im nächsten Schritt daraus? Und genau diese Frage müssen wir uns aber stellen. Wie kriegen wir globale Solidarität und dann auch wirklich Mobilisierung hin, die auch auf der europäischen Ebene und auf der internationalen Ebene so einen Druck erzeugt, dass über diese Themen gesprochen wird, dass sich die Lebenssituation von Frauen verbessert und dass sich bei den ökonomischen Fragen was verbessert. Das heißt, Banden bilden, so dieser eigentlich klassische, ein bisschen auch verstaubte Begriff aus der feministischen Strategie, aber hat heute, glaube ich, wieder eine riesengroße, neue und auch moderne Bedeutung. Ja, danke, Ricarda. So, jetzt kommen wir zu der letzten, das war hier hinten. Dankeschön. Ja, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Genau, Nummer eins, die Frage war, in Spanien gibt es jetzt die freien Tage für Menstruationsbeschwerden. Wollte ich fragen, können wir das auch machen? Und die andere Sache war, wenn jetzt dieses Modell aufgestellt wird, was beschrieben wurde, wenn der Mann 5.000 Euro verdient, die Frau nichts und bleibt zu Hause, könnte man nicht einfach Hälfte-Hälfte machen, also die Arbeitszeit für alle auf die Hälfte reduzieren und dann könnte man es genauso aufteilen, dass wenn der Kindergarten zu ist, dann sich so abgesprochen werden kann, dass beide immer jeweils da sein können? Wieso geht das nicht? Die Frage so. Ganz praktische Fragen, ja. Genau, das, Ricarda, möchtest du zuerst damit anfangen? Und ja, dann gerne. Also mit den Menstruationstagen haben wir gesagt, wir schauen uns das einmal an. Wir haben die Debatte bei uns auch häufiger geführt. Ich finde auf jeden Fall, dass es bei Frauen, die da Beschwerden haben, eine einfachere Freistellung geben muss. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn man es automatisiert macht, dass es dann sozusagen auch so ein Argument gegen die Einstellung von Frauen genutzt werden kann. Das ist ein Argument, das ich nicht teile, aber es ist ja eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Das heißt, wir haben gesagt, dass wir uns erstmal anschauen, wie es in Spanien läuft. Aber den Gedanken finde ich interessant. Ich glaube, insgesamt dieses Thema auf der einen Seite zu enttabuisieren und auf der anderen Seite auch ernsthaft anzuerkennen, was das für Ausnahmesituationen sein können bei Frauen, die ja starke Schmerzen haben. Und das leichter zu machen, finde ich sehr, sehr wichtig. Bin aber bei der konkreten Ebene des Instruments noch, habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen, wie die wirklichen Auswirkungen sein würden. Wir müssen im Bereich Spanien einmal anschauen. Und zu der Frage von, kann man das einfach teilen? Was wir natürlich nicht machen können, ist bei jedem Paar ranzugehen, zu sagen, zack, so ist es jetzt aufgeteilt. Aber das ist ja genau der Gedanke hinter der Arbeitszeitreduktion. Dass man sagt, wenn das sozusagen die 40-Stunden-Woche die Norm ist, dann werden immer einzelne Teilzeitarbeiten, also entweder beide arbeiten 40 Stunden, mit allen Problemen, die hier genannt wurden,
Oder wenn man einfach nur sagt, wir haben auch bei uns Debatten, Vollzeitkorridor und sowas, ist, glaube ich, ein erster guter Schritt, aber führt häufig in der Realität am Ende dazu, dass die Frau 30 Stunden arbeitet, der Mann 40 Stunden. Dass es einfach genauso bleibt, weil die 40 Stunden auch da, wo Vollzeit, wo Teilzeit möglich ist, sind sie immer noch die Voraussetzung dafür, wer macht Karriere, wer ist angesehen, wer hat den interessanteren Job. Und deshalb wäre eben die Arbeitszeitreduktion, also sowas zu sagen wie eine 30-Stunden-Woche, das würde ja genau dazu führen, dass es einfach eine neue Norm gibt und dass diese neue Norm sich daran orientiert, dass nebenher auch Sorgearbeit geleistet werden kann, dass sich um andere gekümmert werden kann und dass ich übrigens auch, und das finde ich, ich habe vorher gesagt, nur bei Silvia Federici, dass ich den Ansatz von Lohn für Hausarbeit nicht teile, ich glaube, wir beide nicht, aber was ja schon ein spannender Gedanke ist und was ja auch bei dir eine Rolle spielt, das ist übrigens auch Zeit, die man für die Gemeinschaft einsetzen kann. Zeit, die, und das ist, glaube ich, auch wieder dieser Gedanke der Demokratisierung, die uns ja auch stärker macht, wenn die Leute Zeit haben, sich politisch einzubringen, wenn die Leute Zeit haben, sich in ihren Communities einzubringen, wenn man Zeit hat für mehr, ja, zwischenmenschliches Miteinander und Beziehungspflege. Und deshalb bin ich so eine starke Vertreterin der Arbeitszeitreduktion, weil wir brauchen eine Normarbeitszeit, die uns Zeit gibt, um uns selbst und um andere zu kümmern. Jayati, der letzte Slot zum Sprechen geht an dich. Ich würde gerne Ricarda zustimmen. Das ist richtig. Es geht gar nicht darum, dass alle weniger arbeiten und dann halt eben weniger verdienen, sondern es geht insgesamt um die Reduzierung der Arbeitszeit. In Ecuador gab es 2010 eine progressive Regierung mit einem tollen Plan. Und zwar wollten sie die Zeit erhöhen, die Menschen haben für Beziehungen. Relationale Zeit, das war eine sehr progressive Idee für den Fünfjahresplan dieser Regierung. Weil das ja ganz oft die Zeit ist, die einem fehlt. Die Forderung nach weniger Arbeitszeit pro Woche lässt sich ja auch nicht reduzieren auf die bezahlte Arbeit. Erst wenn man weiß, wie viel man überhaupt arbeitet in einer Woche, dann kann man überlegen, was wird reduziert und wie lässt sich das umverteilen, damit alle eben mehr Zeit zum Leben, mehr Freizeit haben. Insofern denke ich, dass das ganz, ganz wichtige Punkte sind. Alle diese Punkte. Die Flexibilität für menstruierende Frauen. Da gab es einen schönen Artikel, den Gloria Steinem vor Jahrzehnten geschrieben hat. Genau zu diesem Thema. Ich möchte Sie wirklich bitten, lesen Sie das. Lesen Sie, denn sie schreibt hier, wie es wäre, wenn Männer menstruieren würden. Das wäre wirklich total anders als das, was wir haben. Aber diese Situation selbst oder die Debatte selbst zeigt, dass die Politik tatsächlich anerkennen muss, wofür Frauen stehen. Also es ist vielleicht richtig, dass so eine Standardgesetzgebung möglicherweise kontraproduktiv ist. Und auch das Argument mit Argumentation gegen die Einstellung von Frauen ist sicherlich hier eines, was wir ernst nehmen müssen. Aber wir müssen die Tatsache an sich, dass es eben Frauen sind, einbeziehen und auch einbetten in die Strategien am Arbeitsplatz. Es war eine tolle Diskussion, auch das möchte ich sagen. Und es war auch für mich sehr inspirierend. Es ist gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, einen Unterschied zu machen und dass es Regierungen gibt oder Menschen in Regierungen gibt, die sich aktiv mit diesen Ideen auseinandersetzen. Das ist wirklich eine gute Entwicklung, die ich sehe. Ja, wunderbar.
Ja, wir sind am Ende angekommen und ich möchte mich sehr bedanken bei dir, Jayati, dass du bei uns gewesen bist, wenn es auch nur virtuell war, aber ich muss sagen, den Unterschied habe ich kaum gemerkt. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, du wärst wirklich hier, das wäre dann ja nochmal 80% mehr Erlebnis und auch die Nähe, die man inhaltlich spürt, die würden wir dann auch körperlich merken. Ricarda, vielen Dank, dass du hier warst. Das war, glaube ich, also für mich persönlich war das nochmal eine sehr, sehr schöne Einführung in die Möglichkeiten, auch die Grenzen, aber auch die weitere Perspektive, die eben grüne Beteiligung in öffentlichen Aufgaben, in öffentlichen Entscheidungsprozessen an öffentlicher Macht auch bringen kann. Ich glaube, dass die Diskussion, die wir heute gehabt haben über feministisches Wirtschaften, zeigt, wie eine veränderte Gesellschaft der Zukunft, eine gerechtere, aber auch eine, die eben anderen Vorstellungen von dem, was ein gutes Leben, was Wohlergehen bedeutet, heißen kann. Weniger Arbeitszeit, mehr Beziehungszeit, die eben nicht nur sich auf den privaten Bereich bezieht, sondern eben auf die Gestaltung von Gesellschaft, auf die Gestaltung von Politik, auf die Herbeiführung von dem, was man gemeinwohlorientierte Willensbildung und verändertes Handeln heißt. Das macht sicher Mut. Vielen Dank also Jörg und Sarah, dass ihr das hier organisiert habt. Und ja, danke. Und ich lade euch und Sie alle ein zu der nächsten Veranstaltung in dieser inoffiziellen Reihe. Gucken Sie bitte immer wieder auch auf die Webseite und seien Sie gerne wieder dabei und nehmen Sie diese Anregung auch mit in Ihren eigenen privaten und gesellschaftlichen Lebensbereich. Dankeschön.